Und ich bin ganz ehrlich, ich mache mir heute nicht die Mühe, was den Schnitt angeht. Wir machen einfach weiter. Das ist dann jetzt wahrscheinlich schon Video 2. Mr. Grinder. Ab dafür. Die Sache ist halt hier, anderer PC, andere Technik, alles. Ich spare mir das ein bisschen. Hack bei Mr. Grinder. Wir legen los, wir gucken rein. Das ist auch so eine schlimme Angewohnheit, ne? Dieser Spinjump am Anfang. Hey Emmy, ich habe mich auch mal an einem Hack für dich versucht. Viel Spaß und Glück, Mr. Grinder, Yoshi-Pfote. Okay. Oh. Oh. Das klingt gut. Yoshi ist nicht da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hallo Mario, ich bin nur kurz auf der anderen Insel im Norden. Hole mich doch bitte dort ab. Ich habe diesen Erstlingswerken so wenig zugetraut in den letzten Videos. Ich weiß. Und ich wurde jedes Mal überrascht. Also, ich sollte das nicht immer sagen, aber es ist halt die schlechte Erfahrung von früher. Und das tut mir auch leid. Level für Emero Yoshi-Pfote. Chocobo. Das Chocobo-Theme. Oh Gott, nee, das geht nicht. Alles in diesem Hack ist schaffbar, jedoch sollten freiwillig Safe States benutzt werden, aber nicht zu oft. Oh. Oh. Okay. Okay. Moment, wofür ist die Tür? Okay, da gucken wir gleich mal nach. Wir fangen mal hier links an. Was ist denn hier links? Ein Mond. Ja gut, und dann gucken wir jetzt mal hier rein. Einfach wegen der Musik schon. Okay, dann geht's irgendwie mit dem... Ah, Sprungbrett. Sprungbrett, dann komme ich da hoch. Einfach mal hier... Oh, okay, ich brauche einen P-Switch. Wo finde... Da oben finde ich meinen P-Switch. So, mit diesem P-Switch... Oh, wo ist das nochmal her? Das ist eine... Die Version klingt komisch, wie ich finde. Ah, wo war das her? Ja gut, das wird auf jeden Fall dann ein Video mit ganz viel Musikgerate. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr dürft dafür dann gerne wieder die Kommentare missbrauchen, wie ihr das halt immer so gerne tut. Wow. Das war knapp. Ein wenig. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und... Ja, da bringt nicht mal Recyceln was. Letztendlich wird der silberne P-Switch ja, wenn ich durch die Röhre gehe, auch ein blauer. Hi, wo bin ich denn hier jetzt? Was ist denn in der Röhre? Ah, das ist eine Reset-Röhre. Wie viel habe ich jetzt hier verpasst? Nur dieses Kletterstück nehme ich an. Ich gehe jetzt einfach mal kurz experimentell. Ja, nur das Kletterstück, okay. Bin verwirrt. Aber okay. So, was ist hier? Oh, okay. Ich muss diese Nachricht lesen. Es ist meine mir gegebene Pflicht quasi, diese Nachricht zu lesen. Autsch. Die Sprünge links sind schaffbar. Dafür wirst du dann auch belohnt. Ich wittere die Feder. Ich wittere. Natürlich sind die schaffbar. Hey. Wow. Ja, die sind schaffbar. Haben wir bestätigt. Haben wir bestätigt. Confirmed. Auf jeden Fall confirmed. So, Mittelpunkt. Machen hier dann einfach mal wieder einen Safe State. Und den will ich erstmal loswerden. So. Ja, ich meine, ich habe jetzt zwar schon eine Yoshi-Coin übersehen, aber die anderen vier kann man sich ja schon mal angucken. Oh. Ist jetzt die Frage, ist da was drin? Ist in dieser Röhre etwas drin? Ja, erwischt. Das ist jetzt ein riesiges Secret. Und das ist fies, weil man da eigentlich sonst... Oh, der Cut-Off ist schlimm. Kleiner Tipp, immer sicherheitshalber einfach 3 Kilometer weit ziehen. Nicht 3 Kilometer weit, aber auf jeden Fall so weit, dass man es nicht mehr erkennt. Das ist halt schon nicht ganz so hübsch. Hat man, glaube ich, gesehen, wo das Problem da... Ei.
Mario kommen. Mario, bitte. Sag mal. Kollege. Du willst nicht, ne? Das war zu tief. Das war... So vielleicht. Nee, so packt der da ja nicht dran. Oder? Von ganz oben so? Mario, jetzt mal ernsthaft? Warum packt der da nicht dran? Was ist denn los? Hallo? Moment mal. Oh no. Oh no. I got hit. Ich habe das Gefühl, dass es klein echt angenehmer. Wir probieren es mal klein. Ja. Danke. Wow. Wow. Hochwasser. Da ist Yoshi. Hey Mario, vielen Dank, dass du mich abgeholt hast. Komm, lass uns heimgehen, Kuchen essen. Om nom nom. Ohne dich. Ohne dich, Kollege. Das ist mein Kuchen. Sehr, sehr schönes Level. Auf jeden Fall. Das nächste. Das nächste Level kommt dann von Nave Aska. Ich denke halt, dass man das splittet. Nave Aska? Ich hab doch keine Ahnung. Super Emero World Adventure. Emmy Time. Oh, Emmy Time. Sowas von Emmy Time jetzt hier. Whee! Hey Emmy! Ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Hack-Level. This is amazing. Safe States erlaubt. Mit meinem Hack-Level? Das habe ich auch noch nie gehört, das Wort, so in der Kombination. Yoshis Auftrag. Wir kriegen. Oh. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe gestern meine 10 wertvollen Yoshi-Coins ohne T verloren. Kannst du sie bitte finden? Ist kein Ding. Und schnell daraus. Ganz schnell daraus. Wir gucken erstmal. Hallo, hallo, hallo. Oh. Hallo? Übrigens, was ist mit seiner... Hat er da eine Mundharmonika? Oder was ist das Weiße da im Gesicht? Hallo, 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 hallo. Okay, verstanden, wo das hinläuft. Ein Level für Emmy. Ich wüsste gerne, was das Weiße in seinem Gesicht war. Oh, der Pilz. Nom. Das hat er, sobald er groß wird. Hat er sich den Schnurrbart abgesehen? Oh, what the fuck? Das sieht farblich ungewohnt aus. Stern? Leben? Oh, ein Muncher Run. Ja, noch mehr Leben. Ich muss auf jeden Fall das Ding hier mitnehmen und dann muss ich da hoch und dann muss ich vermutlich... die kriege ich nicht, oder? Zeitlich kriege ich das hin? Nope. Doch, ich bleib einfach klein. So, wir haben einen Auftrag. Wir sollen diese Yoshi-Coins sammeln. Also, hallo. Dafür gebe ich mal problemlos kurz eine Sekunde meine Stärke auf. Auf. Ich wollte erst absagen und habe mir dann überlegt, hey, vielleicht sagst du lieber auf. Und dann klang das komisch. Diese Blöcke sind cool hier. die waren cool. Die waren echt cool. Jetzt muss ich natürlich überprüfen, ob es hier unten noch eine gibt. Nein, gibt's nicht. Ich nehme jetzt an, ich brauche den Panzer. Oh. Wow. Das war Zufall vom Allerfeinsten. Hi. Mittelpunkt gibt's nicht. Defekt. Ich weiß nicht, warum immer solche kleinen Details finde ich wahnsinnig. Wo bin ich? Oh. Okay. Okay. Was habe ich da oben gemacht? Nicht hinterfragen. Nicht hinterfragen. Ja gut, mit Torpedo-Ted auf einer Höhe ist vielleicht auch nicht so klug.
What the fuck ist los hier? Oh, okay, ja, du steigst auf. Du bist auch uninteressant. Das ist irgendwie nicht so klug durch... So ist es überhaupt nicht durchdacht hier, das Stück. Leider. Schade, eigentlich. Sehr, sehr schade. Was ist los? Das wirkt das wirkt wirklich so jetzt das Stück hier, als würde das hier nicht reingehören. Oh, ich glaube, das ist die richtige Röhre. Dann holen wir uns nochmal die Yoshi-Coin. Steigen jetzt ganz langsam auf. Und in die Röhre. Das hat sich echt so ein bisschen... What the fuck? Das ist halt was mir überhaupt nicht gefällt. Ups, das war die falsche Taste. Warum bin ich jetzt in einem Schloss? Ich mag diese so überhaupt keinen Sinn ergebenden Sprünge nicht. Oh, da war ich übrigens drin. Ich weiß nicht, das fühlt sich halt für mich so komplett aus dem Kontext rausgerissen an. Und das ist nicht cool, wie ich finde. Es ist halt... Ich kann da nur meine Meinung nennen. Und das ist... Oh, wow. Hier ist alles so ein bisschen am rumglitscheln. No, please. Please. Und jetzt hat er auf der Mütze so einen Fehler. Also irgendwas stimmt hier nicht mit dir, Mario. Irgendwas ist hier echt ganz, ganz, ganz daneben. Ich erkenne natürlich wieder das Lied nicht. Aber das kennt man inzwischen. Und ich erkenne auch das Lied nicht. Oder? Und so langsam muss ich halt ganz ehrlich sagen, das ist kein Level mehr, das ist schon... Das sind schon viele, viele kleine Teile, Einzellevel eigentlich schon. Und da habe ich ja mehrfach gesagt, dass das eigentlich nicht so cool ist, ne? Also das ist für mich, hätte ich noch Punkte gegeben, wäre das jetzt schon ein Argument für dickes Minus. Wow. Wow. Ja, das Problem wieder. Das ist auch ein sehr beliebtes Problem, wie wir inzwischen wissen. Also das ist für mich persönlich halt echt ein dickes, dickes Minus. Ein ganz dickes, mit G sogar. So dick ist das. Hooray, ich schlüpfe und bin sofort groß. Tja, hab es halt drauf. Reite mich, jaha. Oh ja, Yoshi. Ja. Oh ja. Hm. Das gefällt dir, ne? Super. Ist da was drin? Nein. Yoshi! Geht's denn hier hoch? Auch nicht. Dann sind wir also schon levelmäßig oben angekommen. Oh, den hätte ich fressen können? Habe ich mir dann aber irgendwie doch verkniffen? Was bringt mir jetzt unter anderem dieser P-Switch? Der muss doch irgendeinen Zweck haben. Genauso wie die... Ach, das ist so verstreut. Also so verstreut und... Oh. Und komplett aus dem Kontext gerissen hier, diese einzelnen Teile. Das ist... Schade. Da, nein, Yoshi. Oh. Bitte nicht. Bitte echt nicht. Yoshi, please. No, Yoshi. Gott, dang it. Lass das mal. Das gehört sich nicht. Ja gut, mit der Feder jetzt ist natürlich auch nochmal... Oh, wow. Das hier oben ist also die Yoshi-Passage. Und das war es dann mit Yoshi. Und wie war es? War mein erstes Level, wollte ich nicht erwähnen, da du sonst dein traumatisches Erlebnis wieder bekommst. Danke auf jeden Fall dafür, dass du da mitdenkst. Da geht's nicht nochmal rein. Okay, dann habe ich irgendwo auch Secrets übersehen, leider. Also wie gesagt, ich mag diesen Sprung zwischen den verschiedenen Szenarien absolut nicht. Das ist leider halt blöd. Wie ich finde. Ich kann da, wie gesagt, wieder nur meine Meinung zugrunde geben. Und jetzt kommt irgendwer und setzt sich in die Kommentare. Und sagt, ist aber voll geil, Alter. Und dass die Overworld hier das Spiel crasht, ist auch voll geil, Alter. Alter, ey, Alter. Ne?